Hallo meine Freunde der gepflegten Automobile. Heute sind wir im Auto- und Traktorenmuseum in Uhlingen und ich nehme euch jetzt mit zu einem schönen Rundgang. Genießt es, ist echt schön. Ja, ne? Ah, guck mal, da noch eine alte 6 Volt Batterie. Geil, guck mal. Weißt du, wie dieses Auto heißt? Panomat. Da gibt es einen Spruch dazu, zu dem Auto. 2 Pfund Blech, 1 Pfund Lack, fertig ist der Panomat. Genau. NSU, Originale, so. Auto- und Traktormuseum am Bodensee. Schon faszinierend, was hier alles gibt. Guck dir mal diese riesen Teile an. Ja, guck mal, für die Kiddies gibt es sogar hier speziellen Mini-Traktor. Müssen sie nicht laufen. Echt cool. Guck mal, wie die früher, die alten Handwerker. Wow. Ist schon toll. Ja, da haben die Jungs einen Rundgang nachher, weißt du? Fiat, guck mal. Cool. Früher hieß das ja, weißt du, fehlerhaft in allen Teilen. In der Zwischenzeit heißt das für Italiener ausreichende Technik. Wir müssen darüber. Ja. Okay. Cool. Das ist der Mazda. Und Boxermotor. Ja, früher haben die viel Boxermotoren gehabt. Und guck mal, was die für eine Klingel hatten. Boah, so eine bin ich auf meinem Und wenn Fahrrad. Du da mal bremst, weißt du, und dann bist du dann. Boah, aua! Das ist schon cool. Ja, so hatten wir dann die Holztürme transportiert. Wow, ja? So hat man früher Holz transportiert, jawohl. Ah, im Schwarzwald nicht. Im Schwarzwald haben sie das, den Bach runter schwimmen lassen, die Bäume. Osten. Ja, meine Vespa hat, glaube ich, mehr. Da gab es kein Airbag, da gab es nichts. Ah, ja. Da bist du ist... Ich dachte, ich komme bei einer Chirurgen. Und die Säge, noch Knochensäge. Nicht schlecht. Heute Hausschlachtung. Ja, weil... Boah, ist echt cool. Metallteil da heißt in der Mitte? Amboss. Das ist ein Amboss. Die Spitze. Das ganze Teil, das wiegt ungefähr 250 Kilo. Na ja, wenn es reicht. Da hast du immer 4 Mann gebraucht, um das zu bewegen. Das ist aber echt interessant, was die hier alles zusammengesammelt haben, gell? Das sind ja nicht nur Traktoren, das sind ja wirklich Geräte des täglichen Bedarfs zum Teil. Was früher halt so Standard war. Also Panzer hier. Ja, echt, das ist ein Monsterteil. Wie groß das ist. Und dir gefällt's hier, Janik? Ja. Klar, wenn man einen Traktor, eigenen Traktor kriegt zum Fahren, das ist schon cool. Handliche Werkzeuge. Früher gab es noch keine Strangpress-Stahlanlage. Ja, früher gab es noch starke Männer. Ja, da haben sie recht. Cool. Scheiß-Opa gesagt, schwache Zeiten produzieren starke Männer. Ja. Starke Zeiten produzieren schwache Männer. Irgendwo ist da schon eine Wahrheit drin, ne? Ah, guck mal, da noch eine alte 6 Volt Batterie. Geil, guck mal. Weißt du, wie dieses Auto heißt? Panomat. Da gibt es einen Spruch dazu. Zu dem Auto. 2 Pfund Blech, 1 Pfund Lack, fertig ist der Panomat. Genau. So war das früher. So waren die Autos. Ja, das Cabrio und die geschlossene quadratische Kistenform ist schon cool. Und nicht mal die konnten sich alle Menschen leisten. Nee. Wow. Das finde ich auch cool hier, dass sie eine Straße drauf gemacht haben. Im Boden. Mercedes Cabriolet. Ja, das waren die ersten Kompressor.
Nicht nur deins und mein Auto haben Kompressor, die hat es auch schon früher gehabt. Jetzt doch nicht. Wir sind schon fast durch. Das Mini Cabrio von DKW. Voll süß. Cool. Ein NSU. Originale. Ah, guck mal. 15 PS. Typ 600. Klar. Da hat er da Führer noch fahren, ja. Das ist kein Boot sein, ja. Aber da hat er dann doch Mercedes genommen. Ein DKW-Bus, der Vorreiter. Das ist schon cool. Ja, schon. Polizei. Ne, Polizei. Ja, guck mal, das ist der ganz erste. Das ist der erste Unimog hier. Das ist. Ja. Der ist aus Gaggenau unten. Ne? Die wurden ja damals produziert dort. Und heute ja immer noch eigentlich zum größten Teil. 1972? Ja. Ist der 416er, oder? Ja, ja, müsste ein 416er sein. Das ist 3 Jahre nachdem der Papa gebaut worden. Ja. Richtig cool. Was steht da? So, das ist Vespa 400. E bella macchina, sagt der Italiener. Eine Vespa mit 4 Rädern. Vespa 400. Cool, oder? Jo. Aber die hat noch original diese Vespa-Schrift zu kennen, ich meine auch. Ja, original. Ja, schon cool. Ah, mit Schwungscheibe. Echt cool. John Deere Original, Hanomag Diesel. Echt, was die hier alles haben. Die ganzen Werkzeuge. Hier so Beschläge für Kutsche. Hey, das ist ja echt der Hammer. Der ist ja, wie groß ist denn der? Heutzutage gibt es ja Kinderautos, die sind genau die gleiche Größe. Der ist ja vorsichtig. Hier an der Kette, an der Seite, an den Pump. Genau. Festziehen. Fest, bitte reinhängen. Hey, super. Hat sich ein Millimeter bewegt. Cool. Hier noch schöne BMW 600. Mein Nachbar hatte früher eine Isetta gehabt, so eine, ja, ja. Ja, das ist ja die kleine und das war die große. Und, naja, was glaubst du, warum die Garagen auch in alten Häusern immer so klein sind? Du sagst, der Käfer reinpasst, der ist längst. Naja. Jetzt sind wir ganz oben im zweiten Obergeschoss. Hier stehen dann ein paar Schmuckstücke rum, ein weißer Coupé und ein schwarzes, fast wie neues Porsche 356 Cabrio. Richtig tolle. Alles Hochglanz und 1 Meter nebendrein, also wirklich. Mensch, hier rein. Hey, wow. Komplett restauriert, richtig schön. Cool. Ja, die neuen, die haben jetzt Hommage. Und diese Lüftung haben jetzt die neuen Elfer, die neuen. Hier ein paar Engländer, da vorne ein Simca. Und möchte gern Ferrari. Cool. Eine Maika Mobil. Ist das süß. Hier haben wir einen wunderschönen Borgward. Isabella. Coupé in Rot-Weiß. Gigantisch. So schön restauriert. Echt super. Da oben ist ja cool. Und hier ein DKW Monza aus so seltenen. Ich glaube, ich habe den nur einmal gesehen in einem anderen
Museum, auf der Straße siehst du die nicht. Cool, mit dem Käfermotor. Ein riesen Mercedes-Stern. Formel V, der VW für den Rennsport. Yes. Ist das cool. Ja, hör auf, das, so ein Bagode Mercedes SL. Ach, der, also sagen wir mal so, sechsstellig ist gar nichts. Und plus, und plus, und plus. An die Millionen? Nö, noch nicht. Also so weit sind sie nicht, aber sehr, sehr hohe sechsstellige Beträge. Boah, guck mal hier. Da oben hängt noch meine erste Schallplatte. Welche war das wohl? Roberto Blanco. Hab ich recht? Nein. Schade. Ich zeig dir es. Costa Gordalis. Ah, natürlich. Ah, nicht den gesehen, ja. So eine habe ich auch zu Hause. So eine? Ja, nur meine ist in schwarz und ein bisschen jünger. Die ist schon ein bisschen so 50er. Was ist da? 55 steht da auf dem Schild. Meine ist nur ein bisschen jünger. Und das hier ist ein Dino. Ja, er wurde benannt nach Enzo Ferraris, sein Sohn. Ja. Sehr schön. Mhm. Und ein schön Alpha. Giulietta. Da komme ich gleich, da gehen wir gleich hin. Super, und da haben wir noch eine C1 Corvette. Cool. Hier. Wow. Das hier, Hausfrauen. Ferrari, unser Karmann Ghia Caprio, auch sehr selten. Sehr gut erhalten, zum Teil auch restauriert. Ja. Oh, was haben wir denn da? Einen 240er Z. Ja, cool, hä? Mit Verbreiterungen auch noch. In Datsun, die hießen nachher Nissan, die wurden aufgekauft. Gab's nicht mehr. Oh. Was haben wir denn hier Schönes? Viele Unterschriften, oder? Leute. Naja, stehe ich da auch schon drauf? Internetzer, Bertie Vogt. Ehrlich? Cool. Mhm. Dr. Jochen Vogel. Ministerpräsident. Wolfgang Völz hier. Franz Josef Strauß. Auch noch. Junge, Junge, ist ja cool. Ja, ich habe auch mal eine, die habe ich jetzt auch noch nie gesehen, so in der Art. So. Super. Jean-Pierre Beltoise, Karl-Heinz Böhm. Mhm. Echt Faszination pur, Jungs. Das, also das hier ist richtig schön. Kann man nur empfehlen. Einfach mal herkommen. Auto- und Traktorenmuseum in Uehlingen. Aber bei der Einfahrt aufpassen, da steht ein Blitzer. Bei mir hat es Bzzzt gemacht. Ich denke mal so 55, 60 hat er mich erwischt. Schöner Weg, wir müssen ja hier Bodenseekreise ein bisschen unterstützen. Ne? Was ist denn los? Das sieht schon cool aus hier. Der Messerschmidt Kabinenroller. Ja, das ist ein echt, das ist der erste Prinz. Der NSU-Prinz. Und danach kamen ja dann diese in den 70er Jahre diese tollen Raketen-Prinz. TT und TTS. Ja. Ich ist doch egal, was er fährt. Ja, ja. Du, in den 50er, 60er Jahren warst du damit flott unterwegs. Ja, jetzt. Ja, ja, heutzutage musst du eh aufpassen. Heute fahren auch die Autos ein bisschen flotter. Oh. Ja, es war, bei mir hat es noch nicht so ausgesehen. Da war schon ein bisschen moderner, aber. Hier war schon alles bunt. Ja, das ist halt 50er, das ist Nachkriegs, 50er, 60er Jahre. Wer macht da gerade? Boah, der sieht ja sowas von cool aus. Das ist ein Windsportwagen, ey. Wer? Yes, das Maria macht die einen Krach, ja. Ja, lass den Weg gehen. Lass mal dreimal kurbeln. Ich hätte gerne nicht. Das hätte ich gerne. Na? So, und jetzt kommen wir zu der Sportwagenabteilung. Jawohl, ein erster Porsche Diesel Junior. Und hier haben wir den großen, na, der sieht ja echt richtig cool aus, ein Master. Diese,
Die Junior habe ich schon oft gesehen, aber so einen Master, den siehst du nicht so oft. Immer noch ein paar Hanomax. Das sind Saftfressen, die haben wir schon mal her. Da kommen die Äpfel rein. Die Trauben oder was, aber nicht berühren steht da. Ja, deswegen auch so. Und dann schraubst du das zu. Echt ein Monster. Ein Boxermotor, ey. Echt cool hier. Kann man empfehlen. Hier kann man schön draußen sitzen, essen. Platz ohne Ende. Sauber, Toiletten, picobello. Ich war das Auto- und Traktorenmuseum Uhlingen unten am Bodensee. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Und ihr wisst ja, abonnieren würde ich mich freuen. Ja, in diesem Sinne einen schönen Tag noch. Ciao.